Die Chemie von Kerzen. Vor der Entdeckung der Elektrizität wurden Räume meistens mit Kerzen beleuchtet. Die Funktionsweise ist dabei schnell erklärt. Durch die Hitze der Flamme schmilzt das Wachs der Kerze und wird aufgrund der Kapillarwirkung in dem Docht hochgezogen. Weiter oben reicht die Hitze aus, um das Wachs zu verdampfen. Der Dampf dient als Brennstoff für die Flamme und hält die Reaktion am Laufen. Wachs alleine lässt sich nur schwer entzünden. Wird es aber erhitzt, bis es verdampft, kann der Dampf entzündet werden, wie beim Docht der Kerze. Die Temperatur, ab der ein Stoff an der Luft entzündet werden kann, wird Flammpunkt genannt und liegt bei Wachs sehr grob zwischen 200 und 250 Grad Celsius. Der genaue Wert ist abhängig von der Zusammensetzung, da Kerzen meist aus Stearin, Paraffin oder einem Gemisch von beidem bestehen. Öllampen funktionieren nach demselben Prinzip wie die Kerze, nur dass der Brennstoff bereits flüssig ist. Hier wurde ein Glasfläschchen mit Sonnenblumenöl befüllt und ein gedrehtes Stück Handtuchpapier als Docht verwendet. Durch Aluminiumfolie wird der Docht gehalten. Wird die Flamme zu groß oder wie hier ein unpassendes Öl verwendet, bildet sich viel Ruß. Das passiert auch, wenn der Docht einer Kerze zu lang ist. Deshalb mussten früher Kerzendochte mit einer Dochtschere gekürzt werden. Heutzutage ist der Docht so geflochten, dass er sich beim Verbrennen zur Seite neigt. Dadurch kann er am Rand der Flamme genügend Sauerstoff bekommen, um zu verglühen und sich dadurch von selbst zu kürzen. Um eines der Produkte aus der Verbrennung der Kerze nachzuweisen, wird ein Rundkolben über die Kerzenflamme gehalten. Auf der Innenseite des Kolbens kondensiert Wasser, welches bei fast jeder Verbrennung entsteht. In einem weiteren Experiment wurde erneut ein Kolben über die Flamme gehalten. Es hätte gereicht, den Kolben nur ein paar Sekunden über der Flamme zu halten, doch zur Veranschaulichung sollte das Wasser noch einmal gezeigt werden. Natürlich können beide Nachweise auch mit demselben Kolben gemacht werden. Das zweite Produkt der Verbrennung kann nachgewiesen werden, indem eine Calciumhydroxidlösung, auch Kalkwasser genannt, dazugegeben wird. Wird der Kolben geschüttelt, wird die Lösung trüb. Es handelt sich bei dem zweiten Stoff um Kohlenstoffdioxid, welches mit dem Calciumhydroxid zu unlöslichem Calciumcarbonat und Wasser reagiert. Dadurch wird die Lösung trüb. Die genaue Reaktionsgleichung der Kerze ist wieder von der Zusammensetzung des Wachses abhängig. Paraffin besteht aus Kohlenwasserstoffen, welche zum Großteil eine Länge von 20 Kohlenstoffatomen haben. Zusammengefasst reagiert das Kerzenwachs mit Sauerstoff zu CO2 und Wasser. Eine Gleichung, welche die Reaktion aller Kohlenwasserstoffe im Paraffin beschreiben würde, sieht wie folgt aus. Dabei ist x die Anzahl der Kohlenstoffatome und y die der Wasserstoffatome. Eine Kerzenflamme kann in 5 Zonen eingeteilt werden. Nah am Docht befindet sich die gasbildende Zone, in welcher das flüssige Wachs verdampft. Weiter außen befindet sich die blaue Zone. Da die Luft von unten an die Kerze gezogen wird, bekommt der untere Teil der Flamme besonders viel Sauerstoff und der Wachsdampf kann hier vollständig verbrannt werden, sodass die Flamme blau erscheint. Ein vergleichbares Beispiel für diesen Effekt ist ein Brenner, dessen Luftzufuhr geöffnet wird. Über dem Docht befindet sich die dunkle Zone. Hier kommt nur wenig Sauerstoff aus der Luft an, weshalb hier nur wenig Verbrennung stattfindet und die Zone daher dunkel erscheint. Die Moleküle fangen aber an, sich aufgrund der Hitze zu zersetzen, wodurch kürzere und längere Moleküle gebildet werden, sowie Rußpartikel aus Kohlenstoff. In der Leuchtzone wird ein Großteil des Wachses verbrannt, wodurch sehr viel Wärme freigesetzt wird. Durch die Hitze fangen die Rußpartikel an zu glühen, werden jedoch nicht sofort verbrannt, da hier noch nicht genug Sauerstoff von außen ankommt. Der Sauerstoffmangel ergibt sich aus der Hauptreaktionszone, welche sich um die Flamme herum befindet. Hier werden das Wachs und die Rußpartikel vollständig verbrannt, weshalb es auch die heißeste Zone ist. Um zu zeigen, dass sich bei der unvollständigen Verbrennung des Wachses Rußpartikel bilden, kann ein Drahtnetz in den oberen Teil der Flamme gehalten werden. Wird das Drahtnetz tiefer gehalten, wird der Rauch weiß, da es sich um den unverbrannten Wachsdampf handelt. Wird das Drahtnetz in der richtigen Höhe gehalten, kann der Wachsdampf sogar wieder entzündet werden.
Wenn ein Glasrohr in die Flamme gehalten wird, steigt der heiße Wachsdampf in dem Rohr auf und er kann wieder entzündet werden, sodass sich zwei Flammen ergeben. Aus Neugier wurde die Flamme wieder gelöscht und versucht, den Dampf mit einem Reagenzglas aufzufangen. Wenn der Dampf an der Oberfläche des Reagenzglases abkühlt, fällt er im Anschluss langsam nach unten. Es wurde gewartet, bis das Reagenzglas vollständig mit dem abgekühlten Dampf gefüllt war und danach getestet, ob sich dieser noch entzünden lässt. Auch der kalte Dampf brennt offensichtlich sehr gut. Ein einfaches, aber optisch beeindruckendes Experiment besteht darin, die Kerze auszupusten und im Anschluss ein Streichholz in den Dampf zu halten. Die Flamme legt dabei eine überraschend lange Strecke zurück, bis die Kerze wieder entzündet wird. Das war die Chemie von Kerzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare und Bewertungen sind gerne gesehen. Wenn ihr einen weiteren Versuch mit Kerzenwachs sehen wollt, schaut euch mein Video hier an. Ansonsten könnt ihr hier mein letztes Video sehen. Einen Dank an meine Unterstützer auf Patreon.